Sag einfach ja. Wann sagt man so ja im Leben? Wenn man heiratet. Bist du verheiratet? Ja. Wie lange schon glücklich? 29 Jahre. 29 Jahre, da gibt es einen riesen Applaus für deinen Mann. Mensch, 29 Jahre. Ist dein Mann mit dabei? Ja. Wo steckt er? Hier drüben? Ach, hinter der Tanne. Guck, musst du aufpassen, wenn er woanders steht. Ja. Ach, der hat hier schöne Fotos gemacht. Peter, hast du schon Glühwein getrunken? Nee. Noch nicht? Na, aber hallo, an den Stand hier, bring mir einen mit, mein Lieber. Ach, er muss noch fahren, da fährt sich's doch wunderbar. Sitzt ja, du sitzt ja meistens hinten rechts, stimmt's? Deine Frau fährt dich hoffentlich, hast du richtig erzogen. Nee, nee, Spaß beiseite. Mensch, sag einfach ja, das könnte so ein Hochzeitslied werden. Ha? Sag einfach ja und hoch die Tassen und so. Also wenn jemand von euch heiraten möchte, ich singe dort, ne? Wenn ihr mal, ihr habt ja schon geheiratet. Ach, nächstes Jahr 30. Warte mal, ob du das schaffst mit deinem Mann, ja? Aber immer schön lieb sein. Mensch, wenn ich zurückdenke an meine Jugendliebe, ist das deine Jugendliebe, der Peter? Wirklich? Peter, kannst du das bezeugen? Wo? Der hat sich gleich versteckt. Ach, nee, hier ist er genau. Ist wirklich die Jugendliebe. Also ich denke auch sehr, sehr gern an meine erste Jugendliebe damals. Mensch, war ich verliebt in Wernigerode, sag ich euch. Da war was los. Das war schön. Und da gibt es auch ein Lied, das so ein bisschen von der Jugendliebe handelt. Und wer Lust hat, so ein bisschen die eigene Fantasie sprießen zu lassen, mit Klavier begleitet meine Geschichte von meiner romantischen Jugendliebe. Perfekte Fantasie. Los geht's. Und da komme ich so ein bisschen zu euch näher ran. Dann könnt ihr mich richtig